Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Cities Skylines mit einer doch eher ungewöhnlichen Perspektive, nämlich mit der Skyline unserer Stadt. Dachte mir, ist doch auch mal ganz nett, passt zum Namen des Spiels und ich bin außerdem auf der Suche nach einem neuen Motiv für Thumbnail. Ich glaube allerdings, das wäre das nicht, das sieht doch ein bisschen langweilig aus. Was mir aber aufgefallen ist gerade, ist diese schöne Stromleitung hier vorne. Die brauchen wir nun beim besten Willen nicht mehr. Die kommt direkt mal weg. So, und dann mal schauen. Dann können hier vielleicht sogar noch ein paar neue Büros entstehen. Auch wenn die wahrscheinlich wieder relativ klein sind. Genauso wie ich mich hier gerade frage, warum ich da nicht... warum hier hinten so ein paar Felder frei waren. Habe ich da nicht sauber ausgemalt? Vermute ich fast. So, letztes Mal haben wir... Gott, was ist denn schon wieder los? Letztes Mal haben wir ja hier die neuen Gebiete gebaut. Man sieht, es ist immer noch Nachfrage nach Wohngebieten da. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal Wohngebiet erweitern. Und wo ich gerade von Gebieten rede, vielleicht sollte ich auch nochmal hier das Gebiet wirklich erweitern. So. Ja, hier weiß ich noch... Ups, das kann erstmal nochmal weg. Hier weiß ich noch nicht genau, was hier als nächstes, ob da noch der Bezirk größer wird oder nicht. Wobei... Naja, wenn ich mir Downtown angucke, dann kann das hier vielleicht sogar noch ein bisschen größer werden. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier diesen Bereich erstmal mit Wohnhäusern zubauen. Und ich muss einfach aus dieser Perspektive gucken. Ich habe mich da so dran gewöhnt. Ich weiß nicht, kennt ihr das beim Computerspiel, wenn ihr immer, ja, eigentlich aus derselben Perspektive guckt, obwohl ihr die Kamera frei bewegen könnt, dass ihr euch dann irgendwie so daran gewöhnt habt, dass es euch falsch vorkommt, eine andere Perspektive zu wählen? Also mir geht das halt immer so. Aber keine Ahnung. Bin ich da einfach nur komisch oder ist das bei euch ähnlich? Würde mich wirklich mal interessieren. Machen wir hier eine Einbahn? Einbahn, sei schon eine Sackgasse rein oder? Nee, machen wir nicht. Machen wir so. Okay. Auch hier an der Straße haben wir keine einzige Kreuzung bisher. Wie habe ich denn das geschafft? So. Das sieht doch wieder schön wild aus. Genauso will ich es doch haben. Und dann machen wir hier erstmal, ja, machen wir erstmal so Wohngebiet. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Büros auch wieder hin unterkriegen. Wobei, ganz ehrlich, nö. Was soll's. Hier dürfen dann vielleicht auch noch ein paar Wohngebiete direkt am Wasser entstehen. Einfach, um auch mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich vermute mal, die werden nämlich andere Gebäude haben und sehen dann auch anders aus. Und das stelle ich mir ganz cool vor. Denn, ups, wenn ich hier mal so gucke, sind das also doch relativ kleine Gebäude. Die Wohngebäude werden dann doch ein bisschen größer. Mal schauen. Vielleicht haben wir Glück und da entstehen so ein paar hohe Wohngebiete direkt am Wasser. So, Wasser, gutes Stichwort. Fällt mir in dem Moment ein, brauche ich hier ja auch noch. Na gut, da muss ich eh noch zwei Rohre hinlegen. Ich bin ja irgendwie davon weg, das immer nur direkt unter die Straße zu legen, weil, naja, oder, ja, dem Straßenverlauf Folgen zu legen. Da sind wir mal ehrlich, wozu? Also, Geld spielt jetzt echt keine Rolle mehr. Sieht vielleicht ein bisschen echter aus dann. Aber so ist es einfach einfacher. Ist wahrscheinlich sogar günstiger, oder? Weil ich weniger Bereiche habe, die sich überschneiden. Und die Rohre, naja, die sieht man ja nun wirklich nicht. Also ob das jetzt realistisch aussieht oder nicht. So, was haben wir hier für Probleme? Gebäude in dicht besiedeltem Gewerbegebiet. Ja, das weiß ich. Verlassen. Ich wüsste gerne, warum. Oder besteht einfach nur keine Nachfrage danach gerade? Ja, momentan Nachfrage nach nix. Machen wir auf jeden Fall die Zeit mal schneller.
Ja, kann ich die Nachfrage eigentlich generieren? Also kann ich dadurch, dass ich irgendwas Bestimmtes baue, dafür sorgen, dass ich mehr Nachfrage von irgendwas anderem habe? Parks. Parks brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Das ist ja. Heieiei. Oh, hier ist so viel Platz. Da passt doch bestimmt. Es gab doch hier diesen einen Riesenpark. War das der? Der war das. Kriege ich den hier nicht mal untergebracht? Doch. Dann stellen wir den da mal hin. Das freut auch sofort die Einwohner. Und dann. Wo bringen wir noch mehr Parks unter? Ja. Da vielleicht. Hier unten direkt am Wasser muss auch noch irgendwas hin. Können ja hier vielleicht. Ja, ich hatte jetzt überlegt, so eine Art Pier zu bauen, aber mit einem Karussell und einer Hüpfburg sieht das nicht wirklich aus wie so eine Pier. Im Gegenteil, das sieht hier ein bisschen verlassen aus. Na, obwohl. Warum nicht so am einer Klippe genau, so ein bisschen promenadenmäßig? Naja. Lass ich da auf jeden Fall einfach mal stehen. Und man sieht, auch wenn keine Nachfrage da ist, die Gebäude werden dann doch befüllt. Oder die Flächen werden dann doch mit Gebäuden bebaut. Also ist anscheinend gerade nur keine Nachfrage da, weil Gebiet vorhanden ist, in das sie sich direkt einquartieren können. So, und jetzt fällt mir etwas ein. Das wollte ich auch schon viel länger gemacht haben. Aber erst gucke ich mir nochmal die Versorgungslage an. Die sieht relativ gut aus. Ups. Ja. Hier hinten fehlt noch ein bisschen Feuerwehr. Und hier ist jetzt auch gerade der Endbereich von der Polizei. Ah, Schule fehlt hier anscheinend noch. Obwohl, nee, die sind einfach nur ungebildet. Schulen sind vorhanden. Ja, und unten hier vorne immer noch direkt am Stadteingang, neben der Industrie, am Bahnhof, die Uni. Naja. Ja, was ich. Oh ja, die Verkehr. Oh Gott, die öffentlichen Verkehrsmittel, die muss ich auch nochmal angehen. Nein, was ich aber auf jeden Fall nochmal machen wollte, sind diese einzigartigen Gebäude. Ich habe mir hier eins runtergeladen, das ist der CN Tower. Ui, der hat ja einen Riesenbereich. Ist ja schon fast ein Cheater-Gebäude mit dem Riesenbereich, oder? Ja, im Gegensatz zu den anderen. Ich habe mir den einfach nur mal runtergeladen, weil ich den selber schon besucht habe und auch dort oben schon drinne war und die Aussicht genossen habe. Darum dachte ich mir, könnte das ja ganz cool sein, den mal runterzuladen. Ich meine, er hat natürlich wirklich die Eigenschaft, dass man ihn von der ganzen Stadt aus sieht. Aber, heieiei. Das erscheint mir jetzt doch ein bisschen groß, der Radius. Wobei ich würde ihn auch hier unten im Downtown District auf jeden Fall und relativ dicht am Wasser platzieren. Aber der hätte ja fast Einfluss bis Skyfall rüber, wenn ich den hier hinstelle. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Schade, den hätte ich gerne in der Stadt gehabt, aber so sieht mir das doch sehr nach Cheat aus. Ja, was haben wir sonst so für Gebäude? Oder wo können wir die hinstellen? Statue des Wohlstands. Klingt sehr nach einem, wie heißt das? Gewerbegebiet. Für Gewerbegebiet geeignet. Und ansonsten hätten wir hier noch andere Parks. Das ist natürlich auch mal interessant, dass wir hier ein paar andere Parks noch mal haben. Was haben wir hier? Transportturm. Anforderungen für den Bau des Weltraumlifts. So, hier haben wir noch so ein paar. Da brauchen wir aber noch brauchen wir auch noch andere Bedingungen, die wir da erfüllen müssen. Ein Opernhaus wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wobei, Expo Center, Wissenschaftszentrum. Ein Stadion. Das, glaube ich, möchte ich wirklich gerne haben. Auch wenn das ein bisschen Lärm produziert. Aber das hätte ich gerne hier vorne nachher irgendwo
mit dem Bereich hier mal gucken, wo genau. Dann mit Anbindung auch an die Autobahn. Und so ein Expo-Center ist ja, war es jetzt? Da ist ja vielleicht auch was Cooles. Vielleicht in der Nähe vom Stadion sogar. Oder halt hier irgendwo. Boah, ich glaube, das stellen wir uns einfach mal hier hin. Nee, hier hin. Kriegen wir das da noch hin? Ah, ist die Autobahn leicht im Weg? Vielleicht hier? Weil da können wir dann hier nämlich noch eine Autobahnabfahrt schaffen, dass man das auch schnell erreicht. Okay. Wie mache ich das jetzt? Das ist ja schon wieder so weit weg von der Autobahn. Außerdem wollte ich ja eigentlich Wohngebiet haben. Die sind jetzt auch so laut. Oder wir stellen das einfach hier hin. Allerdings haben wir hier noch keine Autobahnabfahrt. Dafür hier eine. Ich muss hier irgendwo auch noch eine Abfahrt hin, oder? Hier vielleicht? Okay, bauen wir die erstmal. Bei dem Expo Center bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo ich das hinhaben möchte. Probieren wir mal, ob wir hier eine vernünftige Auf- und Abfahrt hinkriegen. Das dürfte mit den Kreuzungen hier, ob wir da rankommen. Also es würde gehen, würde aber wahrscheinlich ziemlich chaotisch aussehen, wenn ich das so einfach baue, oder? Naja, die Rampe ist schon sehr, sehr steil. Und für meinen Geschmack auch zu steil. Kann ich das nicht so? Okay. Das war jetzt schon sogar zu sanft. Mal schauen, wenn ich das jetzt sage. Das soll einmal bitte hier hochführen. Und jetzt daran. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem, das ich immer habe. Oh Gott, da ist ein Haus zwischen gelandet. Die Armen, die da wohnen. Also das reißen wir, glaube ich, mal weg und da darf bitte auch nichts Neues entstehen. Da wird es gehen. Jetzt ist da so ein leichter Knick drin, aber den kriege ich noch raus, hoffentlich. Ups, 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 ups. Falsche Tool. Nicht, dass ich das jetzt versehentlich abreiße. Das wird irgendwie immer schlimmer. Oh oh. Ah, das wollte ich auch nicht. Oh Gott. Was baue ich hier für einen Müll? Okay, ich überspiele mal meine Unfähigkeit gerade, indem ich mal ein bisschen erzähle. Und zwar konnte ich bisher leider noch nicht auf ja, Kommentare zu den letzten Folgen eingehen. Oder ich kann in dieser Folge noch nicht darauf eingehen, da ich nämlich ein bisschen vorproduzieren muss. Jetzt ist da wieder so eine Rampe. Ich werde wahnsinnig hier. Da ich nämlich ein bisschen vorproduzieren muss, weil ich nämlich unterwegs bin. Aber ich wollte nicht, dass ihr die ganze Zeit ohne eine Cities Skylines Folge auskommen müsst. Deshalb, ja, aktuell ein bisschen vorproduzieren und ich werde sie auf jeden Fall lesen, die Kommentare, sobald ich dafür Zeit habe. Oder sobald ich dann wieder da bin, werde ich auch darauf eingehen. Aber in dieser Folge leider noch nicht. Und irgendwie klappt das alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber das ist ja nichts Neues eigentlich bei Autobahnauffahrten, oder? So ist das doch fast okay. Also damit kann ich leben. So, und jetzt die andere Richtung. Die wird jetzt wahrscheinlich auch nochmal lustig. Da müssen hier auch noch ein paar Gebäude weichen, aber so, ja, so eine Wohngebäude direkt an der Autobahn. Ich glaube, da ist keiner traurig, dass er da nicht wohnen muss. Halt. Die müssen ja ausziehen. Pech gehabt. Mal schauen, wenn ich das irgendwie. Wenn ich das ausmache, kriege ich das dann besser hin? Ja.
Das sieht gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Okay, da ist jetzt auch eine sehr lustiger Schwenker drinne. So. Kann man das so machen? Ja, ich denke schon, das ist okay. So, und jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt nehmen wir nämlich hier die Gebäude noch weg. Da möchte ich wirklich nicht, dass da jemand wohnt. So. Das obere Stück muss umgedreht werden noch. Zack. Okay, und jetzt dasselbe auf dieser Straßenseite. Ich bin hier auch ganz bewusst an die bestehende Kreuzung rangegangen. Weil ich möchte da nicht noch eine zusätzliche Kreuzung schaffen. So, hier passt das natürlich noch schlechter hin. Aber vielleicht kann man da ein bisschen weiter vorne schon abzwacken. Naja. Also ich würde die Straße da ja runterkriegen, das ist ja nicht das Problem. Aber ich möchte zum einen keine neue Kreuzung schaffen. Ich möchte zum anderen nicht, dass die Rampe zu steil wird. Und darum ist jetzt meine Idee, dass ich hier schon die Ausfahrt mache. Nach hier hin, nur gerade so über die andere Straße rüber. Wenn das da nicht immer hin und her snappen würde. So, und jetzt gucke, dass ich da runterfahre an die Kreuzung ran. Dann ist das, glaube ich, ganz okay. Von den Winkeln. So, und jetzt wird hier nämlich dann bitte auch nichts mehr zwischengebaut. Weil hier kann vielleicht... Hier kann vielleicht, wenn ich hier kleines Gewerbe erlaube... Zack, vielleicht siedelt sich da dann eine Tankstelle oder so an. Das würde doch passen. Und wir kriegen hier gerade große Nachfrage nach Industrie. Was ja nun überhaupt kein Problem ist, die mal eben schnell zu erfüllen. Dafür haben wir ja hier schon den Bereich angelegt. So. Ups, da habe ich irgendwie nicht geklickt gehabt. Beziehungsweise ich habe schon geklickt, aber anscheinend angefangen zu klicken, als ich noch mit der Maus im anderen Fenster war. Hier unten drinne. Und dann zieht er den Bereich nämlich nicht. Das sieht man hier sehr schön. Gut. So, diese eine Ausfahrt hier, oder Auffahrt in diesem Fall, die sollte doch jetzt kein großes Problem mehr sein. Da sollte doch jetzt der Platz vorhanden sein. Theoretisch ist er auch, aber die kriege ich jetzt hier nicht mehr mit an die Kreuzung ran. Ja, irgendwas ist ja immer. Das ist natürlich auch cool jetzt. Aber da habe ich auch eine Idee, wie ich das behebe. Radikale Methode. Aber jetzt lege ich da erstmal ein Stückchen Straße raus. Und jetzt sehe ich zu, dass ich hier die Straße wieder angeschlossen kriege. So. Ja, hier drüben reißen wir auch erstmal weg. Gucken, vielleicht auch noch. Na. So. Darf auch noch ein bisschen was sein. Auf jeden Fall kleine Gebäude, aber nur, bitte. Und die Folge, die wird mal wieder ein bisschen länger. Aber das dann als Ausgleich dafür, dass es in letzter Zeit ja doch relativ selten zu City Skylines gekommen ist. Okay, so, haben wir hier noch eine Auffahrt geschaffen. Doch, ich glaube, mit dem Ergebnis kann ich einigermaßen leben. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und schreibt in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und ansonsten, wenn ihr weitere Vorschläge habt, auch immer ab in die Kommentare damit. Ich freue mich darüber. Wie gesagt, ich bin ein bisschen unterwegs, aber ich werde sie auf jeden Fall lesen. Und ich werde dann auch in den nächsten Folgen drauf eingehen, wenn das Vorschläge sind, die sinnvoll sind und wo ich sage, jo, die können wir hier gut umsetzen. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals fürs Zusehen und sage bye bye.